Also hier haben wir einen Smaragdglasfrosch. Den habe ich schon drüben in der Vegetation gefunden und für die Fotozwecke hier mal vorsichtig auf die alte CD-Hülle drapiert. Und man sieht hier sehr schön, ja, dieses improvisierte Konstrukt. Einfach auf die Schnelle was zurechtgemacht, damit eben die CD-Hülle, ja, bewegungslos da liegt. Wir kein Wackeln haben und hier von der niedrigen Perspektive können wir dann wunderbar, man sieht es auf dem Display, kannst du vielleicht sogar mit reinnehmen, die Aufnahmen von dem Frosch. Oh, hier werden gerade ein paar Ameisen ein bisschen aufdringlich, die klettern hier an meinem Gehäuse rum. Ich will nicht, dass sie da irgendwo reinkriechen. Auf Wiedersehen. Genau, auf diese Weise kommen wir zu diesen interessanten Aufnahmen, bei denen man hoffentlich, wir prüfen das später am PC, im Detail sehr gut die Charakteristik dieses Frosches betrachten kann. Der Glasfrosch hat die transparente Haut und wir wollen das gerne im Foto festhalten. Ich hoffe, es ist uns gelungen. Einige Mücken sind uns zu Hilfe gekommen, beteiligen sich an dem Fotoshooting. Lass mal die Augen zeigen, die sind echt richtig, richtig cool. Total hübscher Frosch. Vielleicht nehme ich noch ins Bild rein, mit Licht. So. Und ja, sind ihm sehr dankbar für die Kooperation. Ja, ist er wieder. Ziemlich genau da saß er auch, als ich ihn fand.